In these times of uncertainty, it is more important than ever that we as a community stand together as one. That we express our hope regarding all the challenges we as humankind are facing today. In order to give people hope for a bright and livable future, we are sending signals of hope. Hoffnung war ja nie mein Ding. Ich wollte nie in Situationen sein, in denen nur die Hoffnung bleibt, weil das ja heißt, es nicht in der Hand zu haben, abhängig zu sein von Mächten, die stärker sind als man selbst. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ja, es gibt Viren, Wirtschaftssysteme, politische Prozesse, die mächtiger sind als wir. Meine Güte, der Klimawandel. Aber trüben Aussichten mit gedämpftem Gemüt begegnen, macht es ja doppelt schlimm. Macht das Herz bang und die Seele eng. Hoffnung hebt wenigstens das Kinn. Und ist auch die Zuversicht, dass es doch klappen kann. Und das ist nicht passiv. Schönen guten Abend hier aus der Festhalle in Frankfurt an alle, die weltweit im Livestream zugucken. Schönen guten Abend und herzlich willkommen auch Ihnen, paar Ehrengästen hier in der Halle zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse 2020. Ich bin Vivian Perkovic und werde Sie durch den Abend begleiten. Was machen wir jetzt? Was wird werden? Wen können wir fragen? Ich bin da raus, aber es gibt Geschichten von Krisen, von Abgründen, von Menschen, die in den schlimmsten Zeiten den schönsten Mut hatten. Gut, andererseits 1984, Fahrenheit 451 oder Herr der Fliegen. Aber egal, ob dystopische Welten oder idealistische Inspiration, egal ob als Warnung oder als Anregung. In Romanen und Essays können wir zu uns finden, zu der Art von Gesellschaft, die wir sein wollen, gerade in herausfordernden Zeiten. Die Bücher geben keine endgültige Antwort auf das Was wird werden? Aber sie geben uns Konstruktives und Kritik zu, wie können wir es hinkriegen? Um darüber nachzudenken und zu sprechen, ist die Buchmesse in diesem Jahr vielleicht der Ort. Dieses Mal halt in Videointerviews und in digitalen Begegnungsräumen. Klar, die persönliche Begegnung fehlt schmerzhaft, aber das kommt wieder. Solange es noch nicht so gehen kann wie früher, senden wir Signale der Hoffnung. Das Programm stellen wir Ihnen heute Abend genauer vor, aber erstmal möchte sie die Frau begrüßen, die mit ihren Fördergeldern dafür gesorgt hat, dass die Buchbranche und die Buchmesse überhaupt Hoffnung haben und ihre Digitalisierung ausbauen können. Sie sehe diese Fördergelder als Signal der Zuversicht. Die Kulturstaatsministerin sendet also auch Signale der Hoffnung. Hier ist Monika Grütters. Exzellenzen, sehr geehrter Herr Staatsminister Al-Wazir, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Feldmann, sehr geehrte liebe Frau Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins, sehr geehrter Herr Boos als Direktor der Buchmesse Frankfurt, liebe Frau Perkovic, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Literaturfreundinnen und Literaturfreunde, eine Buchmesse im Risikogebiet. Wenn Sie meine Perspektive hätten, ohne Messestände und Gastlandauftritt, ohne Empfänge und Gedränge, die wenigen Besucherinnen und Besucher mit Mundschutz und Abstand, so wie hier in den dünn besetzten Reihen der Festhalle in Frankfurt. Bis vor kurzem noch hätte man ein solches Szenario wohl am ehesten in einem Roman Margaret Atwoods, der Meisterin der Dystopie, verortet. Als literarischer Weltstar aus dem Gastland Kanada wird sie hier in Frankfurt, wo sie vor 3 Jahren mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, immerhin digital dabei sein.
Sie und Ihr Team, lieber Herr Boos, haben aus der Not eine Tugend gemacht und innovative Konzepte entwickelt, die es Verlagen erlauben, sich mit ihrem Programm und ihren Autorinnen und Autoren auf virtuellen Bühnen im Netz zu präsentieren. Immerhin. Für das Engagement, für die Beharrlichkeit und für die Nervenstärke, die das braucht, um eine pandemiebedingte Sonderausgabe der Buchmesse Frankfurt zu einem virtuellen Fest der Vielfalt zu machen und damit in der Tat Signale der Hoffnung und des Aufbruchs, Signals of Hope eben, in die literarische Welt zu senden, danke ich Ihnen sehr herzlich. Es freut mich, dass wir Sie dabei mit Fördermitteln aus dem Bundeskulturetat unterstützen konnten. Singular Plurality, das Buchmessenmotto 2020, einzigartige Vielfalt. Mit diesem Motto ist nicht nur beschrieben, wofür das multikulturelle und mehrsprachige Gastland Kanada weltweit bewundert wird, einzigartige Vielfalt. Dafür steht auch die Literatur, die so facettenreich und vielschichtig wie kaum eine andere Kunstform die Vielfalt des Menschlichen ergründet. Sie ist damit eine Quelle für Verständnis und Mitgefühl und als solche bitter notwendig in einer Welt, in der Unterschiede, Ambivalenzen, Mehrdeutigkeiten, kurz die gesellschaftliche Realität des Pluralismus, vielerorts dann doch auf Abwehr stoßen. In einer Welt, in der die Sehnsucht nach Eindeutigkeit gerade Ideologen und Autokraten Zulauf beschert. Ich zitiere: Einem Großteil der aktuellen politischen Debatten liegt ein Denken zugrunde, das Menschen in bestimmte Kategorien einordnet. Als wüsste man über das Leben eines Menschen Bescheid, wenn man es von außen betrachtet. So hat es noch einmal Margaret Atwood in einem geistreichen Gespräch formuliert, das 2019 mit dem Titel »Aus dem Wald hinausfinden« als Buch erschienen ist. Menschen mit Einwanderungsgeschichte oder dunkler Hautfarbe können davon ein trauriges Lied singen, aber auch Angehörige bestimmter Berufsgruppen kennen die verurteilende Einordnung in Kategorien. Man denke zum Beispiel nur an die diffamierende Parole »All cops are bastards«. Nochmal Zitat, die Weigerung, nochmal Margaret Atwood, die Weigerung, das Individuum anzusehen, ist eigentlich die Weigerung, an das Individuum zu glauben. Man kann aber nicht Schriftsteller sein, ohne zu glauben, dass es Individuen gibt. Ja, Schriftstellerinnen und Schriftsteller halten den Glauben an das Individuum hoch. Sie zeigen den einzelnen Menschen mit seiner einzigartigen Geschichte. Sie machen verständlich, warum Menschen tun, was sie tun, warum sie denken, fühlen, lieben, glauben und handeln, wie sie es tun. Sie ermöglichen eine Annäherung an das Fremde, an das zuweilen Unverständliche im eigenen Leben und im Leben anderer. Lesen bewahrt deshalb vor der Enge des Denkens und Wahrnehmens und davor, die eigene Weltsicht für das Maß aller Dinge zu halten. Lesen schützt vor Dogmatismus und Fanatismus und damit vor jenen demokratiezersetzenden Giften, die der Spaltung und Zersplitterung pluralistischer Gesellschaften Vorschub leisten. Nicht zuletzt aus diesem Grund bin ich froh, dass wir im Rahmen des Corona-Konjunkturprogramms Neustart Kultur erhebliche Fördermittel eben auch für Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen, Übersetzer, Verlage und Veranstalter zur Verfügung stellen können. Für die gute Zusammenarbeit hierbei danke ich dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, aber auch dem Deutschen Literaturfonds und dem Deutschen Übersetzerfonds sehr herzlich. Immer wieder allerdings gerät auch die Literatur, gerät auch die Kunst zwischen die Fronten, wo einzelne gesellschaftliche Gruppen mit kompromissloser Selbstgerechtigkeit und Deutungshoheit ringen und ihr Terrain für sakrosankt erklären. Mich beunruhigt das. Denn die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Kunst gerät in Gefahr, wenn aus politischen oder moralischen Gründen die Ächtung einzelner Künstlerinnen und Künstler und ihrer Werke gefordert wird.
wenn Bücher gereinigt werden sollen von Begriffen, die aus heutiger Sicht angeblich diskriminierend sind, wenn Einzelne also sich zu Richtern darüber aufschwingen, wer über welche Themen überhaupt schreiben darf und wer eben nicht. Und wenn Kunstwerke unter Verweis auf ihr Kränkungspotenzial aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. Es gehört nämlich zum Wesen eines Kunstwerks, dass es verschiedene Interpretationen zulässt. Und die Mehrdeutigkeit poetischer Sprache ist genau das, was ein Gedicht von einer amtlichen Verlautbarung unterscheidet. Dafür muss Raum sein in einer demokratischen Gesellschaft. Eine Kunst, die sich festlegen ließe auf die Grenzen des politisch Wünschenswerten. Eine Kunst, die das überall lauernde Risiko verletzter Gefühle scheute, die den Absolutheitsanspruch weltanschaulich begründeter Wahrheiten respektierte, die gar einer bestimmten Moral oder Weltanschauung diente. Eine solchermaßen begrenzte oder domestizierte Kunst würde sich nicht nur ihrer Möglichkeiten, sondern ihres Wertes berauben. Was es heißt, als Künstlerin, als Künstler mundtot gemacht zu werden, hat kürzlich anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Wiedervereinigung die Schriftstellerin Ines Geipel beschrieben, die das Archiv der unterdrückten Literatur in der DDR mit aufgebaut hat. Es gab, schreibt sie über DDR-Autorinnen und Autoren, es gab kein Dazwischen, nur die Dauerangst, mit seinen Worten entdeckt zu werden. Eine Angst, die auf die Angst der Mächtigen traf, einen Text nicht dingfest machen zu können, nicht früh genug zugegriffen zu haben, das delinquierte Wort nicht erledigt zu haben. Soweit Ines Geipel, dass in diesem Jahr zwei ostdeutsche Autorinnen mit zwei der wichtigsten Preise für deutschsprachige Literatur ausgezeichnet werden. Elke Erb mit dem Büchnerpreis und Helga Schubert mit dem Bachmann-Preis, ist sicherlich eine späte Genugtuung für alle, die einst unter dieser Dauerangst gelitten haben, mit ihren Worten entdeckt zu werden. Doch aus diesen Erfahrungen Lehren zu ziehen, ist Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten. Wo Texte dingfest gemacht werden, statt sie mit Argumenten zu kritisieren, wo das delinquierte Wort erledigt wird, statt ihm Widerworte entgegenzusetzen, verdienen Autorinnen und Autoren Rückendeckung. Ganz nach dem Voltaire zugeschriebenen Bekenntnis: Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Vielfalt ist mehr als der schmale Bereich der Abweichung in einem selbstdefinierten Radius um den eigenen Standpunkt. Vielfalt wertzuschätzen heißt, im Rahmen geltender Gesetze die Spannungen auszuhalten zwischen der Freiheit des Wortes, der Freiheit der Kunst einerseits und den damit möglicherweise verbundenen persönlichen Kränkungen andererseits. Im Bewusstsein, dass Kränkungen und Missverständnisse, Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten eben der Preis für die Freiheit der Kunst und die Freiheit des Wortes und damit auch für eine demokratische Debattenkultur sind. Wie bereichernd und inspirierend es sein kann, genau dieser Vielfalt Raum zu geben, zeigt einmal mehr auch in diesem Jahr die Frankfurter Buchmesse. Ich wünsche der digitalen Ausgabe viel Erfolg und Resonanz und freue mich schon jetzt darauf, die literarische Vielfalt des Bücherherbstes im nächsten Jahr wieder mit allem zu erleben, was dazugehört, mit Messeständen und Gastlandpavillon, mit Empfängen und Gedränge, mit Lesungen und Diskussionen live vor großem Publikum. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
Sie haben es gehört, das Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr ist Kanada. Über das Motto des Gastlandes hat sich Monika Grütters gerade Gedanken gemacht. Es bringt ja in nur zwei Worten auf den Punkt, in was für einer Gesellschaft wir leben. Singular Plurality, einzigartige Vielfalt. Das illustriert, wir haben es gerade gehört, die Diversität Kanadas, aber auch, so hat es der kanadische Botschafter Stéphane Dion gesagt, dass wir als singuläre, einzigartige Menschen alle doch im selben Boot säßen. Und dieses Motto ist heute geradezu prophetisch, wo wir alle allein in unseren Heimatländern sitzen und doch zusammen die Frankfurter Buchmesse feiern. Und da hat es sich auch der Staatschef von Kanada nicht nehmen lassen, per Videobotschaft dabei zu sein zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, also der Premierminister Justin Trudeau. Hello everyone, bonjour à tous. Thank you for being here for this year's virtual Frankfurt Book Fair. And thank you to the organizers for choosing Canada as your guest of honor. During this challenging time, people around the world are looking for ways to take their minds off the harsh health and economic impacts of this pandemic. Books, for many people, present that form of escapism. They give us hope, allow us to dream, and provide us with knowledge to learn and grow. And Canadian authors provide some of the best literary diversity and strength around the world. Authors like Kim Thuy, who I sat down with during my visit to Munich in February. And by now, as part of this fair's initiative, more than 200 books by other Canadian authors have been translated into German, allowing for the inspiring words and stories of these creators to reach more communities and cultures around the world. In addition, during this year's virtual showcase, Canada is offering a number of cultural events and art exhibitions to help more people discover our heritage and way of life. Le Canada présente un paysage culturel unique, enraciné dans sa diversité et mis en valeur par le talent incroyable des Canadiens. Ce paysage unique sera au premier plan des événements virtuels de cette année et des événements de l'année prochaine, car on aura une fois de plus le privilège d'être l'invité d'honneur à la foire de 2021. Et je sais qu'on espère tous pouvoir y participer en personne. As we continue to deal with the pandemic and its impacts on our citizens' health and well-being, we must always remember that we are one global community and look for ways that will bring us closer together. This fair and the celebration of our different arts and cultures is doing just that. So thank you again for putting together this event and for honoring Canada's artists and creators. Have a wonderful fair. Encore une fois, merci mes amis. Vielen Dank an den Premierminister von Kanada, Justin Trudeau. Hoffnung steht hier übrigens auch die ganze Zeit ganz groß auf der Bühne rum. Diese vier Kästchen schreiben Hope im Flaggenalphabet. Damit können Schiffe auch über Entfernung kommunizieren. Und das passt auch zu diesen stürmischen Zeiten, wo es darum geht, Abstand zu halten, trotzdem groß zu kommunizieren mit einem universalen Alphabet. Und zum Reden kommt jetzt zu mir auch der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos. Nach turbulenten Wochen und Monaten, in denen nicht klar war, ob diese Frankfurter Buchmesse stattfindet. Nehmen Sie Platz. Herzlich willkommen. Danke. Gratulation. Sie haben es bis hierhin geschafft. Wie geht's jetzt mal ganz unter uns, als wenn wir so tun würden, als wären wir am Tresen am Eröffnungsabend und ich Ihnen diese Frage stellen würde? Es war ein sehr anstrengendes Jahr. Wir haben gekämpft für die Buchmesse. Wir wollten, um wieder mit Margaret Atwood zu sprechen, ein Leuchtfeuer, ein Beacon of Hope senden. Und darum mussten wir uns immer wieder neu erfinden. Alle zwei Wochen haben wir die Messe neu geplant. Die Pandemie wurde besser, dann wieder schlimmer. Wir hatten die Hoffnung, hier die Hallen zumindest europäisch zu besetzen. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt, aber wir konnten rechtzeitig auf das Digitale, auf das Virtuelle setzen. Und wir probieren das jetzt aus. Wir probieren das aus, um zu lernen, um das vielleicht in den nächsten Jahren auch wieder einzusetzen, um tatsächlich für das Buch noch mehr zu trommeln, noch mehr das Buch, die Leser, die Autoren in den Mittelpunkt zu stellen. Worüber freuen Sie sich und was vermissen Sie am meisten? Vielleicht fange ich mit dem Vermissen an. Weil wir wollen ja immer mit der Hoffnung. Genau.
Was ich vermisse, ist natürlich die persönliche Begegnung, ja, mit den vielen Autoren, mit dem Publikum hier. Das ist etwas, was die ganze Buchbranche, glaube ich, weltweit vermisst. Jeder schaut immer nach Frankfurt. Was passiert da? Wen treffe ich? Was für Zufälle entstehen? Was für kreatives Chaos kann hier auch entstehen? Kultur braucht immer auch ein bisschen Chaos. Wir brauchen Inspiration. Wir gucken auf die anderen, wir lernen von den anderen. Das ist ausgefallen. Das haben wir jetzt in den virtuellen Raum übertragen. Der virtuelle Raum ist oft sehr fokussiert. Da kommt das Chaos zu kurz, außer die Technik funktioniert nicht. Aber da passiert auch gar nichts mehr, dann, wenn die Technik scheitert. Aber worüber ich mich freue, ist tatsächlich das, was wir in den nächsten Tagen erleben werden. Ja, ich freue mich sehr auf die Rede von David Crossman heute Abend. Ich freue mich auf die Veranstaltungen, die tatsächlich doch in der Stadt sehr beschränkt stattfinden werden, unter sehr strikten Auflagen. Ich freue mich auf das, was möglich ist, dass wir den Rechtehandel ermöglichen in der digitalen Welt, dass wir sogar Formate aufgesetzt haben, die ein bisschen auf Zufall setzen. Wir haben ein virtuelles Barformat, ja, das schon ein paar Mal stattgefunden hat. Und die Leute treffen sich, trinken mit dem virtuellen Barkeeper, hören Musik, tauschen sich in kleinen Gruppen aus. Also das Leben geht weiter. Wenn Sie jetzt mal zurückgucken auf die vergangenen Monate, was würden Sie anders machen? Ich würde nicht viel anders machen, weil wir konnten nicht in die Glaskugel gucken. Wir wussten nicht, was erwartet uns. Wir mussten alles parallel planen. Und das war natürlich für das Team, für die vielen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wo wir uns Unterstützung geholt haben, Hilfe, Austausch. Das war super schwierig. Wir haben mindestens 4 Messen geplant dieses Jahr. Und dann noch eine digitale, ohne irgendein Vorbild zu haben. Wir mussten alles neu erfinden. Was haben Sie da gelernt über sich und auch über die Buchbranche in dieser Zeit, in der Sie 4 Messen geplant haben? Wir mussten immer schnell denken, wir mussten immer agil sein. Das ist ein Modewort, ich mag das gar nicht so. Früher hieß es flexibel. Aber ich glaube, das zeichnet auch Kultur aus, dass sie ganz schnell auf Veränderungen der Gesellschaft reagiert. Dass sie den Moment nimmt, ein Fenster aufmacht, ja, und wir müssen was ganz Neues denken. Und das war die letzten Monate möglich. Und das ist etwas, was wir natürlich auch in die Zukunft tragen müssen, tragen wollen. Aber es war sehr anstrengend. Wie hat sich denn genau Ihre Arbeit verändert bei Ihnen im Team, mal über dieses Homeoffice hinaus? Na, für mich persönlich war es etwas, jemand, der immer unterwegs ist und Menschen auf der ganzen Welt trifft, um sie am Schluss nach Frankfurt zu holen, um sie einzuladen, war natürlich das Homeoffice eine ganz bizarre Situation. Und dann monatelang vor dem Bildschirm zu sitzen, und der Tag wird ja länger digital, ja, weil er rund um die Welt geht, es ist nicht nur eine Momentaufnahme. Das heißt, da war auch viel Resilienz dabei. Und diese Resilienz haben wir tatsächlich auch in der Buchbranche bemerkt. Wie der Buchhandel, wie das Sortiment darauf reagiert hat, dass die Läden geschlossen waren. Ich konnte meinen Buchhändler anrufen, der kam mit dem Fahrrad vorbei und hat mir das auf die Türschwelle gelegt. Das war einfach fantastisch. Und diese Beispiele gab es ganz viele. Jetzt haben wir heute Morgen bei der Pressekonferenz natürlich auch schon gehört, dass die Frankfurter Buchmesse auch immer der Ort war, natürlich für politische Botschaften, für politisches Engagement. Welche Themen sind Ihnen da in diesem Jahr besonders wichtig? Die Buchmesse ist eine große Bühne und diese Bühne spiegelt wieder, was in der Welt passiert. Und die Welt ist voller Auseinandersetzung. Ja, die Welt ist einerseits hermetisch geworden in diesen Homeoffices. Auf der anderen Seite hat sie sich geöffnet und wir sehen überall auf der Welt, was schief läuft. Nicht nur die Pandemie, sondern was politisch schief läuft. Wir haben unsere politische Bühne, den Weltempfang, zusammen mit dem Auswärtigen Amt, wo viele dieser Diskussionen stattfinden. Wir haben aus Hongkong Herrn Wong eingeladen, um darüber zu sprechen, wie die Situation ist. An vielen, vielen Stellen. Bücher reflektieren immer, was passiert mit den Menschen in der Gesellschaft. Und das schaffen wir diese Woche, das wieder hervorzuarbeiten. Für viele dieser politischen Themen engagieren sich ja gerade auch besonders junge Menschen. Also Fridays for Future ist nur ein Beispiel, aber auch Black Lives Matter wird viel von der Kraft eben der Jugend getragen. Wie kommt denn Nachwuchs, wie kommt denn die junge Generation in diesem Jahr auf der Messe vor? Also auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir haben eine Verlagsneugründung ausgezeichnet von 5 jungen Frauen, ja, die letzten Oktober gesagt haben, wir kommen jetzt von der Universität, wir wollen tatsächlich einen Verlag machen. Die haben sich das getraut. In der denkbar schlechtesten Zeit. Erst eine Geisteswissenschaft studiert wahrscheinlich und dann einen Verlag gründen. Nein, super toll, super toll. Das zeigt doch auch, dass man sagt, ja, wir können das, wir machen das. Ja? Und jetzt kommen die ersten Bücher raus. Ja? Es hat jetzt ein Jahr gedauert, das ist ganz normal, das ist die Vorlaufzeit. Auf der anderen Seite habe ich mit vielen Kollegen auf der Welt gesprochen, auch mit deutschen Verlegern, die gesagt haben, oh, unsere Käufer haben sich verändert, das sind junge Leute. Ja? Ganz junge, bis 25, wir haben Studien gemacht. Kollegen in Spanien haben mir das erzählt. Während der Schließung saß man vor dem Bildschirm und plötzlich sagt man, nee, das ist eine Überflutung. Ich brauche ein Buch, ich brauche was zum Festhalten, ich möchte drin blättern, ich möchte in die Welt des Buches versinken.
Und das ist passiert und plötzlich ist da wieder eine Zukunft für das Lesen. Ja? Also das ist vielleicht etwas, was mich auch sehr optimistisch stimmt. Gibt es auch Bücher, an denen Sie sich festgehalten haben in den vergangenen Monaten? Ja, immer wieder. Ich meine, es ist natürlich, dass ich mich mit dem Gastland beschäftigt habe. Ja? Vieles gelesen aus Kanada. Margaret Atwood, immer wieder. Ich habe jetzt in den letzten Tagen noch zwei Gespräche mit Autoren geführt. Eine junge Frau in New York, die sich mit dem Thema des Rassismus beschäftigt. Wie kann ich Kindern in der Schule schon das Thema Antirassismus beibringen? Wie kann ich mich damit beschäftigen? Wir haben ein tolles Buch gemacht, das jetzt auf Deutsch erschienen ist und das tatsächlich New York Times Bestseller war. Ja, ich habe mit einer kanadischen Autorin gesprochen, die jetzt allerdings in New York lebt, St. John Mandel, die geschrieben hat, die vorweggenommen hat, eine Pandemie vor 5 Jahren, die halbe Welt, 3/4 der Welt stirbt. Ja, das Buch endet in einem Flughafen, der inzwischen ein Museum ist, weil man nicht mehr fliegt. Aber die Menschen haben sich in der Zeit verloren und haben sich wiedergefunden in diesen Jahren. Und das ist auch wieder ein Zeichen der Hoffnung, dass es weitergeht. Man trifft sich in diesem verlassenen Flughafen, aber man ist wieder beieinander und versucht, nach vorne zu gehen. Ja, gucken wir weiter nach vorne. Was wird denn mit der Buchmesse in der Zukunft? Wie wird es nächstes Jahr werden? Na, ich glaube, wir freuen uns alle auf diese Begegnung im nächsten Jahr. Ja, wir haben Hoffnung. Ja, wir haben Hoffnung, dass wir uns wieder treffen können. Die ganze Welt will sich hier wieder begegnen. Wie gesagt, diese Kreativität, die hier in Frankfurt entsteht, durch diese Begegnung von Menschen aus über 100 Ländern, von den vielen tausend Verlagen, den vielen Autoren, die ist im Virtuellen nicht zu erleben. Die brauchen wir wieder, darauf freuen wir uns ganz bestimmt. Und auf der anderen Seite wird uns das Virtuelle auch helfen, noch größere Kreise zu ziehen, noch weiter in die Welt zu kommen, noch andere Gruppen anzusprechen, vielleicht sogar noch politischer zu werden. Vielen Dank, Jürgen Buss. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und alle, die hier sind, und Erfolgreiches ausprobieren. Vielen Dankeschön. Dank. Es ist ein stabiles Produkt, das auf der Frankfurter Buchmesse gefeiert wird. Das Buch sei krisenfest, das hat die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in der vergangenen Woche gesagt und heute Morgen auch nochmal oder heute Mittag auf der Pressekonferenz. Seit dem Sommer, seitdem die Läden wieder offen sind, verkleinert der Buchhandel Monat für Monat die Rückstände aus dem Frühling. Bitte begrüßen Sie jetzt auf der Bühne Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Sehr geehrte liebe Frau Staatsministerin Monika Grütters, sehr geehrter Herr Minister Tarek Al-Wazir, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Peter Feldmann, sehr geehrter Premierminister Justin Trudeau, lieber David Grossmann, vielen Dank für Ihre Videobotschaften, dem einen im Nachhinein, dem anderen im Voraus. Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Buchbegeisterte aus aller Welt, leider in diesem Jahr nicht hier in der Festhalle, aber hoffentlich zahlreich draußen an den Bildschirmen. Sehr geehrte Damen und Herren, vor genau 7 Monaten, um diese Zeit, saß ich im Zug von Leipzig nach Frankfurt. 8 Tage vorher war die Buchmesse in Leipzig abgesagt worden. Am Montag darauf sollten in den meisten Bundesländern die Kindergärten, Kitas und Schulen schließen. Im Lauf der Woche fast alle Läden. Mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen veränderte sich das Leben in Deutschland. Mitarbeiterinnen verließen mit Laptops ihre Arbeitsplätze, nicht wenige, zusammen mit einer Vereinbarung zur Kurzarbeit im Gepäck. Hätten wir an diesem Freitag, den 13., und ja, es war ein Freitag, der 13., vor 7 Monaten geahnt, dass Corona auch den Herbst des Jahres 2020 noch bestimmen würde, unsere ohne dies in diesen Märztagen düsteren Prognosen wären ins Bodenlose gefallen. Dann aber geschah etwas, was ich als Wunder der Buchbranche bezeichnen möchte. Während der internationale Online-Riese sich auf Hygieneartikel konzentrierte und auf Mehl, besann sich die Buchbranche auf ihre Digitalkompetenz, auf ihre Kreativität und Flexibilität. Beinahe über Nacht wandelten sich Präsenzbuchhandlungen in Online-Shops, LeserInnen stöberten im Netz, BuchhändlerInnen berieten per WhatsApp, Fahrradkuriere versorgten die Menschen mit dem Grundnahrungsmittelbuch.
Abholstationen wurden improvisiert, der Zwischenbuchhandel reagierte und sicherte den Nachschub. Verlage nutzten Social Media als Plattformen der Vernetzung. Diese Branche hat sich, gemessen an unser aller Befürchtungen, während Lockdown und weiteren pandemiebedingten Restriktionen erstaunlich resilient gezeigt. Und das sage ich wohl wissend, dass es einigen Unternehmen sehr schlecht geht und dass wir ohne die großzügige Unterstützung aus der Politik, und jetzt schaue ich Sie an, liebe Frau Grütters, nicht dastünden, wo wir stehen. Aber dennoch, woher kam diese Resilienz? Worin liegt die Stärke unserer Branche? Diese Branche ist digitaler aufgestellt, als es uns und den Leserinnen und Lesern bewusst war. Die Buchbranche ist kreativ und agil, auch wenn Sie, lieber Herr Boos, dieses Wort nicht so mögen. Sie bewies und beweist Anpassungsfähigkeit und Ideenreichtum. Bücher sind Lebensmittel. Gerade in der Krise zeigte sich der Wert guter Kinderbücher. Sie gaben und sie geben Kindern wertorientiert Beschäftigung. Sie ermöglichen das Abtauchen in andere Welten. Sie vermitteln Wissen. Dass das Segment der Kinder- und Jugendbücher sich während des Lockdowns als das Wachstumssegment erwies, wundert deshalb wenig. Bücher sind Ratgeber. So besannen sich die Menschen zum Beispiel nicht nur auf die Tradition des Brotbackens. Sie erkannten zudem, nicht jedes im Netz frei verfügbare Rezept wurde vor Veröffentlichung professionell geprüft. Menschen wollen in unsicheren Zeiten die Sicherheit, die nur ein gutes Lektorat gibt. Bücher sind Ich-Zeit. Als die Menschen nicht mehr raus durften zu Freunden und in die Kneipe, als es in den zum Homeoffice gewandelten Wohnungen eng wurde, da besannen sie sich auf gute Unterhaltung. Sie lasen gute Bücher, ja, sie lasen Klassiker. Bücher sind Leuchttürme. In einer Zeit von Fake News und Verschwörungstheorien steigt der Wert sorgfältig gegengeprüfter Sachbücher. Leserinnen und Leser vertrauen Verlagen, die eben nicht nur veröffentlichen, sondern kompetenten Autorinnen und Autoren als Double-Check erfahrene LektorInnen zur Seite stellen. Und noch eine Qualität von Büchern zeigt sich in diesem Krisenjahr. In der Ruhe liegt die Kraft. Während sich schnellere Medien überschlugen mit immer neuen, immer komplexeren Informationen, bereitet die Buchbranche die Themen der Zeit zu Wissen auf. Sauber strukturiert und gut abgehangen, werden Fakten für Leserinnen und Leser nachvollziehbar. Bücher sind eben keine an Tagesaktualität orientierten Clickbaiting-Konzepte. Bücher geben Halt und Überblick in volatilen Zeiten. Das alles, lieber Herr Boos, liebe Damen und Herren, feiern wir im Oktober mit der Buchmesse. Wir reisen aus der ganzen Welt an, voll Vorfreude auf langjährige Geschäftsfreundinnen, und wir locken mit dem Feuerwerk unserer Neuerscheinungen Händlerinnen und Händler, Journalistinnen und Journalisten, PolitikerInnen und LeserInnen an den Main, normalerweise. In diesem Jahr ist alles anders. In diesem Jahr kommt die Buchmesse digital zu Ihnen nach Hause. Sie können gemütlich auf dem Sofa sitzen. Bei den meisten Veranstaltungen können Sie frei wählen, wann Sie sie genießen, und Netflix wird neidisch. Dass die Frankfurter Buchmesse diesen Schritt ins Digitale getan hat, ist richtig und wichtig. Wir leben in digitalen Zeiten und Menschen sind es gewohnt, Waren und Inhalte frei Haus zu bekommen. Dass in diesem Jahr vielleicht noch nicht alles perfekt laufen wird, macht nichts. In der digitalen Welt ist life always better. Nehmen Sie die digitale Buchmesse 2020 als Prototypen für alle kommenden. Wir werden Erfahrungen machen und daraus lernen, besser werden. Das übrigens liegt in der DNA der Frankfurter Buchmesse seit 1949. Ich kann diese besondere Buchmesse nicht eröffnen, ohne nicht auch über einen Aspekt zu sprechen, der keine gute Nachricht war. Wir hatten gehofft, trotz Corona auch eine physische Buchmesse anbieten zu können. Jürgen Boos hat es eben gesagt. Anders natürlich als in den vergangenen Jahren, aber eben doch in den Hallen hier hinter uns. Daraus wurde nichts. Steigende Fallzahlen, erneute Reisebeschränkungen und die Verantwortung für die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher, Ausstellerinnen und Aussteller ließen uns absagen. Und ich glaube, dass es vielen Menschen heute so geht wie mir, wenn ich sage, ich bin traurig. Denn heute wird mir klar, was mir in dieser Woche alles fehlen wird. An Begegnungen, die mein Verlegerinnenleben nicht nur schöner machen, sondern es beflügeln, ja, die es ausmachen. Und nicht alles davon lässt sich in dieser Qualität ins Netz übertragen.
Wir brauchen die Frankfurter Buchmesse physisch. Das werden wir alle, die wir Buchbegeisterung atmen, in den nächsten Tagen spüren. Wir brauchen die Plattform, die unser aller Arbeit vernetzt. Wir brauchen die Begegnungen. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Wir brauchen sie, um den Stellenwert des Buches in der Gesellschaft zu verankern. Wir brauchen dieses Buch-Highlight im Herbst. Es wird nach Corona kein Back to Normal geben. Also wird die Frankfurter Buchmesse sich neu erfinden. Und das kann sie nur mit denjenigen, die sie ausmachen. Den ausstellenden Verlagen aus aller Welt, den FachbesucherInnen, denjenigen, die die frohe Kunde des Buchgeschehens nach außen tragen, Buchhändlerinnen und Buchhändler, Journalistinnen und Journalisten, BloggerInnen und andere MultiplikatorInnen und den Leserinnen und Lesern, denjenigen, für die wir tun, was wir tun. Um sich für die Zeit nach Corona neu zu erfinden, braucht die Frankfurter Buchmesse sie. Sie braucht sie nicht primär als MieterInnen von Flächen, als KäuferInnen von Eintrittskarten. Die Frankfurter Buchmesse braucht sie als Sparringspartner auf Augenhöhe. Denn um sich neu zu erfinden, muss, und ich verspreche, wird die Buchmesse Ihnen zuhören. Wir werden Ihnen zuhören. Wir werden wissen wollen, welche Aspekte des bunten Reigens Sie lieber digital geliefert bekommen und was Sie analog vor Ort erleben möchten. Wir werden wissen wollen, wie wir die Bühnen bauen müssen, die wir Verlagen und AutorInnen zur Verfügung stellen, damit Sie darauf glänzen können. Wir sind eine Branche, die von Interaktion lebt, von Gesprächen und Begegnungen, von Kontakten und Beziehungen. Dafür war, ist und wird Frankfurt der Ort sein. Die Frankfurter Buchmesse ist Ihre Plattform. Juristisch gesehen ist sie eine GmbH, aber in unser aller Herzen ist es unser Branchentreffen, unser Highlight im Herbst, Taktgeber unseres Bücherjahres. Keine Verlegerin, kein Verleger, der oder die in den letzten Wochen nicht gespürt hat, dass man Buchmesse eben nicht wochenlang irgendwie nebenbei machen kann. Kein Journalist, keine Journalistin, der oder die nicht die Trouvaillen vermisst, die beim Schlendern und per Zufall aus dem Augenwinkel entdeckt werden. Und eben nicht durch strategische Suche und die Flut der Pressemeldungen. Kein Lizenzverantwortlicher, der oder die nicht weiß, dass Frankfurt den Verteiler eben doch immer noch füllt. Keine große Buchgeschichte, die nicht in Frankfurt beginnt oder endet oder beides. Bucherfolge entstehen im Miteinander, das wissen wir alle. Auch eine erfolgreiche Buchmesse 2021 wird im Miteinander entstehen. Und dieses Miteinander können wir. Das haben wir während der Wochen des Lockdowns bewiesen. Lassen Sie uns miteinander daran arbeiten, dass wir nächstes Jahr hier wieder in der ganzen Vielfalt und Fülle, die den Reichtum dieser Branche ausmacht, zusammenkommen. Ein Herbst ohne 1000 Buchmessenbegegnungen ist möglich, aber nicht wünschenswert. Und jetzt kommt eine ganz kurze Pause. Ich habe nämlich zwei Reden für Sie. Ich möchte nicht schließen, ohne meinem Appell noch ein Wort des besonderen Dankes hinzuzufügen. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau Professorin Monika Grütters, hatte in den vergangenen Monaten immer ein offenes Ohr für unsere Belange. Sie hat uns aber nicht nur zugehört, sie hat den Literaturbetrieb auch mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt. Ihrer Zuwendung, und das meine ich im doppelten Wortsinne, haben wir es zu verdanken, dass wir heute hier stehen. Als Zeichen größter Dankbarkeit möchte ich Ihnen, liebe Frau Staatsministerin, liebe Frau Grütters, deshalb zu diesem Anlass heute die Plakette der Förderin des Buches verleihen. Monika Grütters ist nicht nur in diesem Jahr mit Nachdruck für das Kulturgutbuch eingetreten. Seit langer Zeit engagiert sie sich für eine vielfältige Buchhandels- und Verlagslandschaft in Deutschland. Sie hat, um nur einige Beispiele zu nennen, den Buchhandlungs- und Verlagspreis initiiert sowie kürzlich die Schirmherrschaft des Sachbuchpreises übernommen. Auch ist sie eine verlässliche Mitstreiterin, wenn es um die Existenzbedingungen des Literaturbetriebs, um das Urheberrecht oder die Preisbindung geht. Das Amt der Staatsministerin für Kultur und Medien, das sie seit 2013 innehat, füllt sie mit politischer und persönlicher Überzeugung aus und bringt dabei immer wieder ihre Leidenschaft für die Literatur zum Ausdruck. Das geschieht oft ganz beiläufig en passant.
Beispielsweise als ich Monika Grütters zum ersten Mal traf, ich war damals Vorstandsvorsitzende der Stiftung Buchkunst und sie kam zu uns an den Stand. Wir kamen ins Gespräch darüber, wie am besten der Überblick zu bewahren sei über die wachsende Menge an Büchern in unseren Regalen zu Hause. Und als wir begannen, mögliche Sortierkriterien zu diskutieren, da wusste ich, ich hatte es nicht nur mit einer begeisterten Leserin zu tun, sondern mit einer echten Bibliophilen. Kürzlich bei der Pressekonferenz zu Neustadt Kultur wurde dies abermals deutlich. Monika Grütters präsentierte dort ein Zukunftsprogramm für die gesamte Buchbranche in noch nie dagewesener Höhe. 25 Millionen Euro. Bevor sie aber die geplanten Förderungen vorstellte, tauschte sie sich mit den Umstehenden über Bücher aus. Über den neuen Roman von David Grossmann, Was Nina wusste, den sie sogleich kaufte. Über Nicolas Mathieu's Novelle Rose Royale. Das Gesamtwerk Seetalers. Bücher bringen eben Menschen ins Gespräch. Und das Gespräch gilt als eine wesentliche Form des menschlichen Miteinanders. Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, heißt es in Hölderlins Friedensfeier. Erst so, durch das Miteinander sprechen und das gegenseitige Zuhören, werden Begegnungen möglich, sei es nun physisch oder in vermittelter Weise über ein Buch. Liebe Frau Grütters, danke, dass Sie uns dabei unterstützen und den Austausch durch Literatur so nachdrücklich fördern. Und jetzt bin ich total traurig, dass entweder ich oder Sie diese Sachen anfassen dürfen, weil Corona, ich habe sie immerhin mit Handschuhen hergebracht. Ich mache es jetzt so, ich zeige Ihnen einfach nur die Münze, sodass Sie die Urkunde vielleicht gleich selber anfassen dürfen. Ich lese Ihnen jetzt, ich zeige Ihnen aber vorher die Münze, wenn ich es aufkriege, die Ihnen zugedachte Urkunde vor. In Anerkennung und Würdigung Ihrer herausragenden Verdienste für das Buch ehrt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Professorin Monika Grütters durch die Verleihung der Plakette der Förderin des Buches. Mit großem Engagement tritt Monika Grütters seit langem für die Vielfalt der deutschen Buchkultur ein und fördert diese in dem Bewusstsein, damit zugleich die Möglichkeiten der Meinungsbildung zu stärken. Verlässlich steht die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien der Branche zur Seite, auch und gerade in unsicheren Zeiten. Ihr entschiedener Einsatz für AutorInnen, ÜbersetzerInnen, Verlage und Buchhandlungen in diesem herausfordernden Jahr ist außergewöhnlich und macht Mut für die Zukunft. Mit dieser Ehrung möchten wir Monika Grütters in besonderer Weise danken. Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Vorsteherin Frankfurt am Main am 13. Oktober 2020. Der Applaus gilt Ihnen, Frau Grütters. Das ist ja... Wir werden noch lange über dieses Jahr und seine besonderen Formate reden. Ich möchte mich aber natürlich trotzdem mit ein paar Sätzen bedanken. Sie wissen in der Tat, ich bin leidenschaftliche Literaturfreundin. Ich habe das schon mal studiert und diese Leidenschaft natürlich nie abgelegt. Und dann ist es ein Privileg, in einer solchen Rolle sein zu können, wo man das auch mal sehr konkret Gestalt annehmen lassen kann, wie in diesem besonderen Jahr mit Fördermitteln. Aber eine besondere Förderin des Buches bin ich, glaube ich, vor allen Dingen als unersättliche Leserin. Wenn man bedenkt, wenn jeder so viel Bücher lesen und kaufen würde wie ich, ging es dem Buchmarkt noch besser, als es ihm ohnehin zum Glück schon geht und noch immer geht. Wenn ich in eine Buchhandlung gehe, dann möchte ich ein Buch kaufen und komme mit drei oder vieren zurück, weil es auch so wunderbare Buchhändlerinnen und Buchhändler gibt, die einem immer wieder etwas zustecken. Und da war mal ein Buch dabei, das kennen die meisten hier, Die souveräne Leserin des britischen Autors Alan Bennett. Und da kommt eine alte Dame noch spät ans Lesen. Das Charmante daran ist, dass es sich dabei um die Queen handelt.
Und das Lesen bringt also nicht nur ihr eigenes Leben ein wenig in Unordnung, sondern bricht auch mit allen Konventionen der Monarchie. Und da gibt es ein Zitat, und damit ich das richtig vorlese, habe ich es mir aufgeschrieben. Ihrem irritierten Privatsekretär sagt sie an einer Stelle, warum sie Bücher liest, statt sich mit Informationen zu begnügen. Und da heißt es: Information ist kurz, bündig und sachlich. Lesen ist ungeordnet, diskursiv und eine ständige Einladung. Information schließt ein Thema ab, Lesen eröffnet es. Das finde ich so toll, weil Lesen tatsächlich Welten eröffnet, und das Lesen unterliegt keinen Reisebeschränkungen und Hygienemaßnahmen oder gar Quarantäneregelungen. Und deshalb, und nicht nur deshalb, können Sie mit mir weiterhin rechnen als unersättliche Leserin und deshalb auch nach wie vor und weiterhin als große, begeisterte Förderin des Buches. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich danke Ihnen, danke. Und wir lassen das noch einmal desinfizieren und dann kommt es zu Ihnen. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Karin Schmidt-Friedrichs und Monika Grütters. Und trotz kalter digitaler Übertragung ist es jetzt doch ein bisschen warm geworden. Deutschland ist ja im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht durch die Pandemie gekommen. Auch in Hessen, in Frankfurt, lief es seit dem Sommer wieder besser für die Wirtschaft. Frankfurt ist der Standort des größten Arbeitgebers Deutschlands, des Frankfurter Flughafens. Und Frankfurt Standort der traditionsreichsten Messe des Landes, einer der traditionsreichsten Messe der Welt. Dieses Bundesland durch die Krise zu lenken, der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir kann wahrscheinlich ein Lied von Hoffnung singen. Er möchte Sie auch begrüßen. Tarek Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Grütters, sehr geehrter Herr Botschafter Dion, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Feldmann, sehr geehrte Frau Vorsteherin Schmidt-Friedrich, sehr geehrter Herr Direktor Boos, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Frankfurter Buchmesse hat eine mehr als 500-jährige Tradition. Immerhin wurde der Buchdruck nur ein paar Kilometer mainabwärts erfunden. Sie hat 500 Jahre lang Kriege, Krisen und Niedergänge überstanden, überlebt und kompensiert. Sie hat sich 500 Jahre lang entwickelt und sie hat in dieser Zeit Schlimmeres überstanden als eine Corona-Pandemie. Die Frankfurter Buchmesse ist mit dieser Geschichte selbst ein Signal der Hoffnung. Das gilt ganz besonders in diesem Jahr, das so anders ist. Und wenn ich in dieser Festhalle bin, in der ich, glaube ich, das erste Mal war, als ich so ungefähr 10 war, kann ich Ihnen sagen, es ist, ich gebe es zu, ein etwas surreales Gefühl, in einer solchen Halle mit so wenig Menschen zu sein. Und die Buchmesse ist notgedrungen anders dieses Jahr. Sie wagt Experimente und neue Wege, sie muss es, aber sie findet statt. Und deswegen danke für dieses Signal der Hoffnung, das die Buchmesse aussendet, alleine durch ihr Stattfinden in diesem Jahr und in den künftigen, und zwar in Frankfurt am Main. Das Prinzip Hoffnung, verfasst im Hauptwerk von Ernst Bloch, dem später dissidenten Staatsphilosophen der DDR, beschreibt Hoffnung als konkrete Utopie. In der Hoffnung sah Bloch die Triebkraft für eine Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse. Lassen wir das für heute mal gelten, aber es wird eben nicht gehen ohne das Prinzip Verantwortung. Ein Buch, was der Philosoph Hans Jonas ja 1979 veröffentlichte. Denn so sehr wir Utopien lieben, unsere Hoffnung muss real sein. Und unsere Hoffnung ist jetzt die Entwicklung eines allgemein verfügbaren Impfstoffs und noch besserer Behandlungsmethoden gegen Covid-19, damit wir wieder in eine
wirkliche Normalität hineinkommen können. Hoffnung sollte nie bloß Wunschtraum sein. Unsere Hoffnung muss faktenbasiert und wissenschaftlich fundiert sein. Lassen Sie mich also über Fakten sprechen, die Anlass zur Hoffnung geben. Etwa, dass trotz der harten Maßnahmen im Frühjahr mit ihren starken Einschränkungen für so viele Menschen und Unternehmen die wirtschaftliche Erholung nicht nur spürbar, sondern zählbar ist. Jetzt spreche ich mal als Wirtschaftsminister. Die aktuellen Umsatzsteuervoranmeldungen zeigen die erhoffte V-förmige Kurve der Erholung. Die deutsche Wirtschaft nimmt also nach herben Einbrüchen wieder dynamisch Fahrt auf. Mir ist sehr bewusst, dass das noch nicht alle erreicht. Gerade hier und heute sind ja auch sehr viele Veranstaltungstechniker oder Messebauer im Einsatz. Aber es ist ein auf harten Fakten basierender Grund der Hoffnung für die Zukunft. Und damit aus diesem V kein W wird, also nach einem weiteren harten Einschnitt dann wieder eine nötige Erholung, müssen alle vernünftig handeln und die wirksamen und notwendigen Maßnahmen zur Corona-Eindämmung ergreifen, weil einen erneuten radikalen Einschnitt der Wirtschaft müssen wir verhindern. Und deswegen gilt auch bei Anlässen wie heute Schutzmaßnahmen beachten, auch wenn uns diese Festhalle surreal erscheint, so gern wir es anders hätten, nämlich eng beieinander, vertraut die Köpfe zusammensteckend, Zufallsbegegnungen ohne Kontakt, Nachverfolgung und sagen nach den Messehallen dann auch noch die Gastronomie rundherum. So hätten wir es gerne und so wird es auch wieder. Wir wissen nur nicht, wie lange es bis dahin dauert. Aber auch das will ich an dieser Stelle sagen. Alle Umfragen zeigen, dass die allermeisten Menschen in Deutschland bereit sind, verantwortlich zu handeln. Und auch das ist ein Grund für Hoffnung. Ein Bonmot an dieser Stelle. Beim Toilettenpapier hatten wir ja Umsatzrekorde, bis zu 300% mehr in einer bestimmten Phase. Und als der Lockdown dann vorbei war, wurden offensichtlich angehäufte Vorräte verbraucht. Wir waren dann bei 30% des Umsatzes von Normalzeiten. Inzwischen sind wir wieder bei 75%. Also das ist ein eindeutiges Zeichen von Normalisierung. Und ich will an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen, das ist ein Papierprodukt, was sicherlich auch nicht digitalisiert werden wird. Deswegen sehr deutlich und Scherz beiseite, es ist wichtig, dass wir Hoffnung auf Fakten gründen, nicht auf Fantasien, Ideologien und Emotionen. Nur so wird unsere Hoffnung mehr als ein frommer Wunsch oder schlimmer noch realitätsfremde Verblendung. Diese reale Hoffnung können wir allen Demagogen, die die Welt aus Egoismus ins Unglück treiben, entgegensetzen. In diesem Zusammenhang, lieber Börsenverein, herzlichen Glückwunsch zum Start des Deutschen Sachbuchpreises, dann 2021. Das ist ein richtiges Signal dafür, wie wichtig Fakten und Wissen sind gegen Fake News und sogenannte alternative Fakten. Das Lesen bildet ist bekannt. Und die Buchmesse macht Hoffnung. Und wir werden sie auch wieder mit vielen Menschen und analog machen. Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen, der sich sehen will, und zwar in echt und nicht nur digital. Und ich kann an dieser Stelle nur das Staatsoberhaupt von Kanada zitieren. Das ist nämlich nicht Justin Trudeau, das ist Königin Elisabeth II., die sagte, we'll meet again. Oder wie der Hesse es sagen würde, Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Und deswegen an dieser Stelle, die Buchmesse macht Hoffnung, das sehen wir heute. Ich gratuliere zu Ihrem Mut, sie auch dieses Jahr zu wagen und wünsche allen eine wie immer inspirierende und erfolgreiche Buchmesse 2020. Vielen Dank.
Vielen Dank, Tarek Al-Wazir, stellvertretender Ministerpräsident von Hessen und Wirtschaftsminister. Die Frankfurter Buchmesse liegt auch Peter Feldmann am Herzen. Privat und gleich doppelt professionell als Oberbürgermeister und als Aufsichtsratschef der Messe Frankfurt. Da war es besonders hart, ein paar Tage vor der Eröffnung der Buchmesse in Frankfurt eine Sperrstunde verhängen zu müssen. Da müssen die durch, die hier sind, physisch anwesend. Worauf Peter Feldmann hofft und worauf er baut, das sagt er Ihnen jetzt. Herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Vorsteherin Friedrichs, Herr Boos, Frau Staatsministerin Grütters, Herr Staatsminister Al-Wazir, wonach wir uns sehen, was wir brauchen, was wir wollen, ist ein Stück Normalität. Natürlich waren wir begeistert, als wir hörten, dass wir trotz Corona, trotz der Auflagen hier eine Buchmesse machen können. Mit einer Planung damals von sogar 16.000 Menschen, die gleichzeitig verteilt über die vielen Hallen hier an einer echten Buchmesse teilnehmen konnten. Dass sich das aufgrund der aktuellen Zahlen zerschlagen hat, dass die Verlage ein Stück zurückgegangen sind, war damals von uns nicht so geplant. Die Sehnsucht ist geblieben. Die Sehnsucht nach dem, was wir brauchen, nach diesem Stückchen Normalität, nach den Traditionen. Und genau das ist die Frankfurter Buchmesse immer. Sie ist Tradition, sie ist ein Stück Normalität, genauso wie die Menschen hier in Frankfurt aus 179 Nationen kommen und 200 Sprachen sprechen. Es ist unsere Normalität, unsere Tradition. Und es ist gut, dass diese Tradition selbst unter diesen Umständen nicht gebrochen wird. Geehrte Frau Friedrich, Sie haben diese Buchmesse unter das Wort Hoffnung gestellt. Signale der Hoffnung sollen von Frankfurt ausgehen. Ich nenne Ihnen meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass das freie Wort, der freie Austausch von Meinungen seinen weltweiten Siegeszug fortsetzt. Meine Hoffnung ist, dass wir aus Frankfurt, der Geburtsstadt der deutschen Demokratie, dieser Stadt der Internationalität, der Menschenrechte, Zeichen setzen. Vor allem Zeichen gegen diejenigen, die die jetzigen Krisen ausnutzen und missbrauchen wollen, um Freiheitsrechte auszuhöhlen. Demokratie, Grundrechte zu zerstören. Meine Damen und Herren, ich bin mir in einem sicher. Nicht nur die Medienbranche, nicht nur Verleger, Autoren brauchen weiter den direkten Austausch, wollen die Nähe haben. Und ich bin mir sicher, die Buchmesse ist auch im kommenden Jahr Normalität, bleibt Frankfurter Tradition. Meine Damen und Herren, wir kommen wieder, so wie wir es gewohnt sind. Meine Damen und Herren, Ihnen allen, uns allen eine erfolgreiche Buchmesse 2020. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Peter Feldmann, Oberbürgermeister von Frankfurt. Krisen sind Katalysatoren. Die spanische Grippe zum Beispiel. Danach wussten die Menschen ziemlich gut, wofür Hygiene gut ist. Die öffentlichen Gesundheitssysteme wurden geschaffen, samt einer Verwaltung, die kontrollierte, zählte, ordnete auf einem ganz neuen Level. Aber auch im eigenen Leben. Eine Krise bedroht womöglich die eigene Existenz. Zwingt zu Veränderungen und zu Fragen wie, war das bisher richtig und worauf kommt es jetzt an? Und diese Fragen wecken manchmal eine Fantasie, die es wagt, über das Gewohnte hinauszudenken.
Und ist das nicht die Grundlage einer jeden guten Geschichte? Der Schriftsteller, Friedensaktivist und Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, David Grossmann, hat zu Beginn der Pandemie im Frühjahr Fragen als eine Art Heilmittel empfohlen, die wir weiter stellen sollen, bis ein Wirkstoff gegen die Pandemie gefunden ist. Mal sehen, was er heute in seiner Keynote fragt. Oder vielleicht hat David Grossmann Antworten. Shalom, dear friends, good evening. Sometimes in the middle of my workday, I look up from the keyboard and think about a writer or two whom I know, writers who are friends of mine, and others with whom I feel an affinity because of their books. I think of how, like me, they are sitting now at a computer screen searching for one single elusive word or for a certain personality trait in a character they have yet to decipher. I imagine them drumming their fingers on the desk, making another cup of coffee or pacing their room in distress because they sense that what they have just written sings a note that is not quite the right one. I imagine my writer's friends in their homes in New York or Shanghai, in Prague or Tehran, Munich, Gaza. The pandemic rages in their city, perhaps knocks at their own door, but they are entirely focused on tuning themselves as one tunes an instrument to achieve precision. I imagine a sort of invisible web, thin yet strong, being woven by thousands of people, writers and poets who live in every corner of the world. Some of them have published many books, others are now writing their first story. Most do not even know of the other's existence. But together, they are performing a vital act, a small repair of the overall dissonance, of the great disruption of reality. They are making art. I'm speaking to you from my home outside Jerusalem. When I was asked to speak about hope, I thought, at present, Israel has the highest number of per capita virus cases in the world. How can I talk of hope when the reality I'm living in brings so much despair? And then I thought, being asked to talk about hope is a good thing. Perhaps this is how I may find the strength to act against the gravitation of anguish and sadness which I have felt since COVID-19 entered my life. Hope, I thought over and over again, trying to awaken it inside me. I called to it out loud, in Hebrew even, perhaps it speaks Hebrew, tikva, tikva. I thought about Israel's national anthem, which is called the tikva, the hope, and speaks of the hope held by Jews for 2,000 years in exile, the hope of one day being able to live in their own country. It was a hope that often kept them alive. Hope. It is a noun, but it contains a verb that propels it into the future, always to the future, always with forward motion. One could look at hope as a sort of anchor cast from a stifled, desperate existence toward a better, freer future, toward the reality that does not yet exist, which is made up mostly of wishes, of imagination. When the anchor is cast, it holds onto the future and human beings and sometimes an entire society begin to pull themselves towards it. It is an act of optimism. When we cast this imaginary anchor beyond the concrete, arbitrary circumstances, when we dare to hope, we are proving that there is still one place in our soul where we are free, a place that no one has been able to suppress. And thanks to this enclave of fearlessness, of freedom, in the souls of those who have hope, they know what the reality of freedom looks like. They also know how crucial it is to fight for it. Today, at the opening of the Frankfurt Book Fair, we, authors and poets, translators, editors, publishers and agents, and of course, no less important, readers, are sadly comparing today's circumstances with those of previous years and asking ourselves where we stand in this coronavirus reality.
Can we offer a unique contribution to ease the burden? Can we create some sort of antibody or spiritual immunity to the virus? Do we have anything, one significant thing, that we might hold up against the sense of restriction and erasure brought about by the corona, by the pandemic? Well, I believe that this something is our power of observation, the way we look at the world. Observation is the core of our art. It is what makes us writers, and it is perhaps what makes us the people we are. We may not have many other talents or skills. Most writers and poets I know, including myself, unfortunately, are embarrassingly clumsy when it comes to engaging with reality. But we do know how to observe it. You can't take that away from us. And there is much to observe, much to put into words. In almost every realm of life, changes happened and will continue to happen. Economic, political, social, and cultural systems will collapse or be reshaped, will take on different forms. Millions have lost and are yet to lose their livelihood. In many countries, the middle class will become poor and the poor will become destitute. Deprivation and perhaps starvation will propel yet more waves of migration. Changes will probably also occur in relationships between people, individuals, in families, in the bonds of friendship and love, in new decisions, new options, new opinions. Perhaps the proximity to the foundations of existence, our proximity to death, will make people see their lives in a different light once the pandemic is over, not before that. Perhaps it will make them insist on the lives they want to live, refuse to compromise any longer. And perhaps there will be women and men who will discover how meaningful and relevant their relationships are. But until then, the coronavirus continues its rampage. And as happens whenever the foundations of society are shaken, whenever personal and national security decrease, I'm afraid we may witness a surge of nationalism, of religious fundamentalism, of xenophobia and racism, of severe damage to democracy and civil rights. And we shall observe, and we shall write and document, and shall sound warnings in every place where our language is corrupted, where we are subjected to linguistic and cognitive manipulations, where our civil rights and our human rights are threatened. I say this as a citizen of the world, but also as an Israeli, watching the developments in my country with deep concern. An event like the COVID-19 pandemic comes perhaps once in a century. As fate would have it, this one happened on our watch. It is devastating, and most of us feel helpless. To look straight at it and at its repercussions is almost like looking straight at the sun. But I remind myself that writers have always looked into one sun or another and told of what they saw. That is the nature of our strange profession. We want to look into suns, into people and processes, relationship and wounds. We want to look into this era and remember how we were in it, how we withstood it or did not, where our fault lines were revealed as individuals, as societies, in which moments did we find ourselves weaker than we had thought, and when were we stronger than we had believed. We will be witnesses, active, curious witnesses, trenchant witnesses. The power of artists to face the huge challenge of this pandemic, just as artists face every arbitrary state, result not necessarily from the content of what we create, but from the act of creation, from the sense of human abundance and human depth that a writer feels whenever
he or she describes a human situation, abundance and depth and complexity. Sometimes, and this is more rare, we also gain a sense of flight, of inspiration, of freedom. All these feelings might have faded a little in the past months, in these days of fear and erasure. In these conditions, we should insist on nuances, revive more and more subtleties of personality, of relationships, of situations, of the language, of course. We should try to take back what the coronavirus has confiscated. This is something we have the power to do. Writing, even when it does not engage directly with the pandemic, is our means of resistance. It is how we resist clichés, empty slogans, indiscriminate statements, which pave the way for incitement, prejudice, and racism. A few days ago, I heard on the radio that the number of deaths worldwide had crossed the 1 million mark, so they said. I remembered immediately the chilling comment attributed to Stalin. A single death, he said, is a tragedy. A million deaths are a statistic. Those words allude to what we do in our work. We, authors and poets, people of literature, struggle to extricate the drama of the individual, the uniqueness and the singularity of the individual from dead statistics. Think how fortunate we are. In a world increasingly shut off in separate capsules, a world that is driven by fear and reduces its contact with the outside, in this world we may find a place of richness, of creation. Sometimes putting words together in a new way can create a spark in our mind, as if two words that have never been combined, which no one before thought to combine, have suddenly found each other and created a surprising expansion of thought and feelings. Has this act done anything to weaken the momentum of the coronavirus? Of course not. But we have strengthened our immune system a little. We have reminded ourselves who we used to be before the pandemic, and we have reminded ourselves of how much goodness and light the world might have after this nightmare ends. Before I finish, I would like to share with you a little story told by Avraham Sutzkever, one of the greatest Yiddish poets. He was born in 1913 in Belarus. During the Holocaust, he lived in the Vilna ghetto. And this is what Sutzkever told of his escape from the ghetto. "I learned the great power of a poem in March of 1944 in the partisans' forests, when I had to cross a field of landmines. No one knew where the mines are buried. I saw people torn to shreds. I saw a foolish bird that got too close. Every direction I turned, every place I set my foot, one single movement could mean death. And I held inside me a melody," Sutzkever continues, and by melody he means a poetry and even a particular poem. "And I walked through the minefield to the rhythm of that melody for a whole kilometer, and I crossed it." And then Sutzkever says the following surprising line, "But perhaps you could remind me what the melody was? I do not remember." And I can picture him smiling slightly, as if to tell us that this melody is always forgotten, that this is its essence, and that we must keep reinventing it, each of us in our own words, in our own tune, each through our own struggle. So for one moment, even in the middle of a minefield, we will not be helpless, we will not be defeated, we will still have hope. Thank you. Vielen Dank, David Grossmann. Alles Gute in die Nähe von Jerusalem.
In den nächsten Tagen wird die Frankfurter Buchmesse genau dafür da sein, Neues sich auszudenken, genau hinzuhören, genau zu beschreiben. Jetzt geht's nämlich los. Ich möchte bitte Karin Schmidt-Friedrichs und Monika Grütters zu mir auf die Bühne bitten. Normalerweise gibt es ja hier den traditionellen Hammerschlag, aber auch das wird in diesem Jahr nicht so sein wie sonst, denn das Eröffnungssignal ist digital. Ich denke, die Staatsministerin für Kultur und Medien eröffnet jetzt. Die Buchmesse in Frankfurt ist hiermit eröffnet. Vielen Dank Ihnen allen, die Sie hier waren. Vielen Dank an alle, die im Livestream zugeguckt haben. Und selbst wenn wir uns nicht in die Arme laufen in den Messehallen oder bei den Verlagspartys tanzen, ich möchte Sie bitten, mit demselben erwartenden Geist und der Abenteuerlust in den nächsten Tagen immer wieder hier vorbeizuschauen, auf der Homepage und im Livestream. Da gibt es auch einiges zu entdecken. Bleiben Sie gesund, kommen Sie geschmeidig und mit Hoffnung durch den Herbst. Danke. Dankeschön.